Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Wir spielen die Confederate Tour, Woche Nummer 7. Wir spielen die Oregon Championship auf dem Bandon Dunes Golf Club. Und wir sind am Moving Day angekommen. Und an der Stelle ganz kurzer Hinweis, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und der Ryder Cup steht sozusagen in den Startlöchern. In wenigen Tagen ist es soweit, dann ist das größte Golf-Event, das man sich eigentlich denken kann, jedenfalls Mannschaftsevent zwischen den USA und Europa, steht dann wieder an und es wird gespielt in Rom. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Die Mannschaften stehen fest, die Spieler stehen fest und ja, man darf wirklich gespannt sein, wie die Spieler ja in Form sind, wenn es dann heißt, in Foursomes und in den einzelnen Matchplays und so weiter dann eben zu performen und zu bestehen und dann eben auch in den Teams gut zu spielen. Es wäre schön, könnten die Europäer nach der Schlappe vom letzten Mal, wo ja doch deutlich hier verloren wurde gegen die USA, wieder mal den Jackpot, hätte ich beinahe gesagt, die Trophäe, natürlich den Ryder Cup hier zurückholen nach Europa, nachdem wir ja in Paris das letzte Mal diese Trophäe gewonnen haben in hervorragender und herausragender Qualität. Ja, darauf freue ich mich schon, das wird tolle 3 Tage Golfsport. Ja, vom Allerfeinsten, wer es sich angucken kann, es kommt auf Sky, es kommt auf Wow, es gibt dann glaube ich auch so Ticketsysteme oder irgendwelche Dinge, also es gibt Optionen, sich das Ganze anzusehen, eventuell wird es vielleicht auch irgendwo teilweise live übertragen, teilweise Bahnen, vielleicht so ähnlich wie auch bei Augusta, wo meistens der Amen Corner for free ist und man dann eben diese 3 Löcher sieht und wie die Spieler dann da alle durchgehen. Naja, wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden und ich lasse mir da noch ein bisschen was einfallen, eine kleine Besonderheit für den Ryder Cup. Also stay tuned, aber jetzt geht es erstmal in die 3. Runde. Wir schauen mal ganz kurz auf den Wind. 6 bis 9, okay, das liegt so zwischendrin, zwischen dem 1. und dem 2. Spieltag und ich denke, diesmal sollten wir ein bisschen besser performen können. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From picturesque Bandon Dunes on the Pacific coast of Oregon, it's live 3rd-round coverage of the Oregon Championship. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. A number of folks in contention, including our leader. We get out to the play at the par 3 6th. So, das ist schon wieder spannend. Wir sind jetzt an der 6 im ersten Paar. Nee, war es das erste Paar 3? Ich weiß es gar nicht. Nein, das zweite Paar 3. Interessanterweise hat er uns diesmal, nachdem er uns in den ersten 2 Runden an der 2 jedes Mal das Bogey reingeklopft hat, diesmal ein Birdie. Also wir kommen jetzt diesmal deutlich besser aus den Startlöchern. So, minus 2 sind wir im Moment und wenn ich richtig gesehen habe, mittlerweile in den Top 10 mit minus 4. Okay, vor uns, okay, da wird minus 4 gespielt, da wird minus 6 gespielt. Also, die Jungs haben es drauf, das wird also schwer genug und ich bin mal gespannt, wie sich die Sache hier entwickelt, nachdem wir hier doch tatsächlich schon mal wieder 3 Birdies auf der Karte haben. Okay, ein wunderschönes Loch, wir schauen uns das mal hier über das Greenbook an, direkt an der Küste, auch so ein bisschen klassisch wie an Whistling Straits, da gibt es auch so ein paar 3, aber vielleicht noch ein bisschen mehr tricky als dieses hier, weil wir haben Auslauf auf der rechten Seite, 187 und es geht sogar berghoch, das macht es eigentlich gar nicht so schwierig, wenn es eben auf demselben Level ist. Der Wind drückt uns den Ball von der Küste weg. Auch das hilft, aber es ist halt 210 Yards. Eisen 4, Eisen 5 gegen den Wind. Und ich denke, wir müssten den gar nicht mal hoch anspielen. Ich denke mal, den müssen wir gar nicht hoch anspielen. Ja, er darf nicht zu kurz sein.
Doch, wir werden den ein kleines bisschen versuchen zu drohen und ein kleines bisschen hoch anspielen. So, wenn wir Glück haben, springt er jetzt ein bisschen nach rechts. So war der Plan. Oh, that's a good looking shot just left of the flagstick and he'll have that left for his birdie. Oh ja, okay. Ja, so einfaches Birdie wird das nicht werden. Es ist leicht level, ein bisschen bergauf. Vielleicht ein bisschen bergauf. Ja. Die Frage ist immer, schnell dadurch durchs Break oder langsam und reinfallen lassen. Wenn man schnell geht und er geht vorbei, läuft er natürlich hinten auch raus. Und der Rückpart wird dann auch nicht einfach reinfallen lassen. Ein bisschen stärker dann. Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. And he'll move now to 5 under par. We head away from the coast now due east as we come to the par 4 7. A big wide fairway should make the tee shot manageable, but from there, this three-tiered clover-shaped green provides a lot of opportunities for three putts if that approach wedge is not dialed in. So, der gewisse Vorteil oder der kleine Vorteil ist jetzt, dass wir die 7, 8, 9 schon gespielt haben. Also so ein bisschen ungefähr wissen, was da passiert. Da ist interessanterweise eben auch der Ball deutlich weiter geflogen, als ich mir dachte, obwohl wir fast 20 Fuß nach oben gespielt haben. Wir haben vom Wind Rückenwind. Da vorne sind keine Bunker. Und wir sind das letzte Mal da in die Kuhle rein. Wir müssten gucken, dass er dann hier über die Welle fährt und dann hier wieder links reinrollt in die Kuhle auf die kurzgesteckte Fahne. Was man dann da auf keinen Fall machen darf, ist zu kurz bleiben, sonst rollt er einem wieder runter auf die, an die Füße. Und das darf auf keinen Fall passieren. Ja, ich sehe jetzt, okay, vom Wind her, wir haben Rückenwind. Ja, der rennt dann da hoch. Ja, das ist jetzt wieder so Präzisionsarbeit. Okay. Das Spannende ist halt eben, wie er rollt, aber der ist zu weit rechts eigentlich für meinen Geschmack. Obwohl, kommt er noch links runter? Ja, doch, er kommt noch links runter. Das ist gut. Sehr schön. Und jetzt müsste er schön unten liegen, damit er schön flach liegt, damit man hochspielen kann. Okay, 59 Yards. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So, after a well-placed drive, this is second from short range. Ja, und Pitch. Ja, toll, wir können keinen. Doch, Finesse können wir spielen, okay. Naja, wir haben etwas mit Wind. Ja, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass er nicht zu kurz wird. Aber vorhin ist er halt wirklich eigentlich fast dorthin geflogen, wo wir ihn auch hinhaben, also wo wir hingezielt haben. So, und mit dem Wind, das gleicht mit Sicherheit aus den Höhenunterschied. Finesse hat nicht viel Spin. Naja, es ist wie immer, ne? Also im Zweifel halt aufs Paar. Okay. Okay, damit kann ich leben. Oh, he's just so good throughout the bag and that is another beauty there. Trying to generate some momentum here at the seventh hole. This for birdie. Okay, da müssen wir ein bisschen Gas geben, damit er über links reingeht, sonst bricht er uns wieder gleich weg. Das ist nämlich schon ein ganz schönes Break. Ah! Oh! How does that stay out? Nee. Ja, hätten wir den langsamer gespielt, wäre uns links abgehauen. Und hätten wir ihn schneller gespielt, dann wäre er vermutlich durchs Loch gerannt.
Nee. That one finished off. It'll be a par here at 7. So gut vorbereitet ist Birdie eigentlich. At 500. So gut vorbereitet. The eighth hole is a par 4 at 385 yards. This one, similar in a lot of ways to the third hole, the bigger hitters can easily clear those two fairway bunkers and in theory leave just a little pitch on for their second. So, wo steckt die Fahne? Die steckt hinten. Okay, da haben wir viel Grün zum Anspielen, gerade für einen Pitch. Und wir haben in der ersten Runde das Holz 3 genommen. Da hatten wir auch den Wind von rechts. Und dann ist uns das Holz 3 praktisch in den Bunker gerannt. Okay. Wenn wir den Driver nehmen, dann ist der sehr lange höchstwahrscheinlich. Naja gut, dann rennt er uns da drüben vielleicht in den Bunker. Ja, ich hätte den vielleicht mit einer Kurve spielen sollen. Jetzt spiele ich ihn dann doch zu viel mit dem Wind. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus, weil der wird gerade noch den Hügel hier hochrennen. Gut. Gut, gut, gut. Aber wichtig ist vor allem keine Schläge verlieren. Und dann bin ich mal gespannt, was er dann macht. Dann haut er uns bestimmt wieder drei Bogies rein. Ja, okay, so viel Fuß geht's nicht hoch. Da oben ist flach. Das sind 61. 51. Ja gut, drei Fuß nach oben. Die Frage ist, wie viel wird der rennen? Es ist fast. Conditions sind fast. Eigentlich rennt der. Ja, wir sollten halt auf keinen Fall, dass er uns übers Grün da hinten rennt. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie sich hier die Platzverhältnisse... Es breakt alles eigentlich nach links. Wenn der aufkommt, springt der nach rechts. Was sage ich denn nach links? Nach rechts. Es rollt... Die Linien rollen nach rechts. Das heißt, wir müssen uns links halten. Der Wind ist eigentlich nicht so dramatisch. Okay. Oh. Habe ich da gerade richtig gesehen? Ah, viel zu kurz. Viel zu kurz, okay, aber wir haben... Nee. Der Break geht natürlich auch jetzt nach rechts, ist klar. Yeah, and it's a pretty makeable one. Little bit of break from left to right. Really not a lot. Mhm. Sie sagt, really not a lot. Okay. Wenn sie das sagt. Wenn sie das sagt. Not a lot. Am Anfang hat er wenig Break und dann vorne nimmt er ein bisschen mehr an, wenn er langsamer wird. Ja, der geht rechts vorbei, ne? Ei. Ja. Etwas schneller oder halt mehr oben anhalten. There's 5 feet left. So, jetzt bin ich mal gespannt, obwohl es bricht. Ne, dass er rechte Lochkante müsste doch eigentlich wieder passen. Rechte Lochkante müsste doch passen. Okay, good roll there. It is a par here at the eighth, and he'll remain right where he is. So, wie viele Löcher dürfen wir denn noch spielen? On now to the finishing hole here on Bandon Dunes front side, the par 5 9. It's the longest on the course, measuring out at 585 yards. You'll find a handful of pot bunkers in the inopportune spots along the way. But if you can navigate your way around them, you just might wind up with a birdie putt. So, das ist jetzt wieder das Par 5, das wir eigentlich erreichen können mit dem zweiten, wenn wir einen ordentlichen Drive haben und hoffentlich ein bisschen Rückenwind. Wir haben jede Menge Rückenwind. Das ist jetzt wieder das Thema, hauen wir den da rein. Das wäre natürlich die kürzere Strecke für den zweiten Schlag. Da wir ja eigentlich keinen Wind haben und der kommt hier auf. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da vorne ist natürlich dann rough.
Und da vorne springt er natürlich. Kommen wir weit genug? Ja, das machen wir doch einfach mit einem leichten Fade, oder? Mit einem leichten Fade. Versuchen wir, dass der Ball definitiv genau hier reinkommt und dann geradeaus durchläuft. So. Sehr schön, das ist erstmal vom Bunker weg. Ja. Und 290. So, jetzt kommen noch ein bisschen hoch hier aufs Plateau. Sehr schön. Damit können wir arbeiten. 214 Yards ist ein Eisen. Und alles, was ein Eisen ist, ist nicht verkehrt für uns. Ein Eisen 4. Wir haben aber Rückenwind, deswegen kurzgesteckte Fahne. Auf jeden Fall das 5er, wenn nicht sogar vielleicht das 6er, dass der vorne drauf aufkommt und dann reinrollt. Das hatten wir schon mal. Aber wir haben auch noch den Rückenwind. Wir müssten uns eigentlich echt den Ball... Ein 6er dürfte nicht so viel rollen. Aber wie gesagt, die rollen hier durch das Semi, also durch das Vorgrün. Auf jeden Fall durch. Ja, und er springt auch noch ein bisschen nach links dann. Ja, wir müssten den halt wirklich auch zum Liegen bringen. Auf dem Grün zum Liegen. Dann haben wir eine Chance halt auch, einen Birdie zu spielen vernünftig. Okay, die Richtung passt. Jetzt im Vorgrün aufkommen. Be pleased with that one. On and two, par five. Didn't fly it there, but didn't have to. Got everything he needed out of that shot. Sit in the catbird seat right now. After two perfect golf shots, now this for an eagle. So, viel besser kann man den gar nicht spielen. Auf die Entfernung. Die Frage ist, haut er uns gleich wieder rechts ab? Es ist eigentlich ein ganz normales Break. Vorne sogar noch ein bisschen mehr. Also der müsste doch definitiv diesmal das Break annehmen und rechts reinrollen. Ich will dieses Eagle. Nee, oder? Chance now to make the turn with some momentum for birdie. Also wie gesagt, ich bin da ein kleines bisschen irritiert, warum er hier so wenig die Breaks teilweise annimmt, die ja eigentlich da sind. Also da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, okay. Aber gut, ich wollte halt sicher gehen. Hab sogar noch ein bisschen zurückgezogen, damit er langsamer wird. Und jetzt ist er dann doch noch, ja, 5 Yards drüber gelaufen. Naja, aber immerhin das Birdie. Ja, aber das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir wirklich hervorragend vorgearbeitet haben. Oh! The backside begins here with the par 4 okay. At 380 yards. The big hitters will feel like they can get it down there pretty close. An approach from the right side might be a bit shorter, but you'll get a better angle if you come at it from the left. So, 2 holes left. Also, wir haben dann noch die 10 und die 11. Diesmal haben wir Gegenwind. Ja gut, diesmal könnte man natürlich schauen, dass wir hier auf der linken Seite zum Liegen kommen. Aber warum? Ich meine, wir haben Gegenwind. Wir haben eigentlich Gegenwind. Wir werden hier versuchen, den Ball ein bisschen mit dem Fade gegen den Wind. Ja, er nimmt die Kurve leicht an. Er wird jetzt hoffentlich nicht nach links springen. Kommt wieder nicht hoch. Kommt, läuft wieder runter. So ist Säckele.
So a big drive and not much needed to carry here for his second. So, letztes Mal hat der Lobshot überhaupt nicht funktioniert. 47-48. So, jetzt müssen wir wieder schauen, wo läuft er hin. Wenn er zu weit links ist, wird er uns nach rechts abhauen. Ansonsten läuft er eigentlich geradeaus und wird so ein bisschen nach links runterrollen. Ja, und der Wind macht halt auch blöd. Okay. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass hinter dem Stock es links runter geht. Wenn der zu lang ist, haut der uns ab. Wenn der zu lang ist, haut er uns ab. Ah, okay. Jetzt bin ich doch glatt vom Stick. Okay. Aber jetzt werden wir nochmal einen Birdie spielen, oder? Nothing to it. Very well judged there. So, das war jetzt schon interessant, dass der sehr weit nach links geflogen ist. Der ist schon sehr weit nach links geflogen. Okay, well done. A couple of birdies here sandwiched around the turn at 9 and 10. And that'll move him to 7 under par. On to the 11th now, a par 4 at 452 yards. Best to keep it down the middle or to the right off the tee. That leads to an uphill second where you'll most likely have to take it right over that bunker that guards the front right portion of the green. So, ich denke, die letzte Bahn hier für die dritte Runde für unseren Moving Day, den wir ja bis jetzt hervorragend genutzt haben. Wir schauen nochmal ganz kurz aufs Leaderboard. Denn ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt hier an zweiter Stelle mit minus 7. 5 unter Par für den Tag. Aber da hat uns ja der Freund Computer auch gleich mal 3 Birdies am Anfang geschenkt. So, dann konnten wir an der 6 das Birdie spielen, hatten an der 7 die Birdie-Chance. An der 8, an der 9 die Eagle-Chance. Okay, das sind jetzt die 6. 1, 2, 3, 4, 5. Diesmal wieder 6 Bahnen. Okay. Ja, also dann lasst uns schauen, wie wir hier jetzt das, ich denke, Finale Last Hole steht hier. Ja, klar. Stopp. Immer verwechsel ich dann die Trigger hier. So, also das ist jetzt wieder das Par 4. Na, okay. Okay, okay. Mit Gegenwind wird das natürlich schwierig. Jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich denn jetzt hier so einen Power Drive? Ja. Finesse, Knockdown, Punch, Stinger, nee, Knockdown, Drive, nee, da habe ich noch nichts. Da habe ich noch nichts. Ja, ja, wir werden hier versuchen, hier da rein zu... Ja, stopp, 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 stopp. Wieder aufgepasst, ne? Wenn der oben hier in den Hügel geht, dann rollt er nach links in den Bunker. Das hat alles schon seinen Sinn, warum das so gedacht ist. Das hat alles seinen Sinn, okay. Ja, der kommt hier gar nicht über den Hügel rüber, so wie es aussieht. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here and this another fine tee shot. Ja, gut, 221 ist natürlich ein Eisen 4. In his face as he sets for a second. So, das andere Mal haben wir drüber geschlagen, ne? Da ist der drüber gerollt. Wir haben Gegenwind. Wenn wir jetzt das Eisen 4 hoch anspielen, würde das reichen? Wir nehmen das Eisen 5 mit Gegenwind. Und werden das Ganze noch mal ein bisschen mit dem Fade hier unterstützen. Okay. Nee, 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 wir wollen aufs Grün. Ja, der sollte doch zum Liegen kommen. Der sollte doch zum Liegen kommen. Und da sollten wir definitiv auf jeden Fall das Pärchen spielen. Ja, der wird ein bisschen nach rechts brechen, habe ich so den Eindruck. Chance now for another birdie. Völlig falsch. Break that you really got to consider here. It will come from right to left. You've got to start it online and you've got a good chance of getting it close.
Ja, aus der vorigen Kameraposition habe ich jetzt eher gedacht, da ist sie nach rechts. Nee, ist sie überhaupt nicht. Das bricht alles nach links. Gut. Nochmal konzentrieren. Wir haben eigentlich 2 inches down. 2 inches down. Wir wollen es nicht übertreiben. Das Ganze über rechts. So, vorhin hat er... Also es ist echt schwierig, muss ich echt sagen hier. Weil man wirklich nicht weiß, nimmt er jetzt die Breaks richtig an, nimmt er sie nicht richtig an. Also vorhin war ich da, wie gesagt, bei dem Eagle Putt extrem irritiert. Er wird langsam, das heißt, den müssen wir eigentlich von hier oben spielen. No, I think he knew it right when it left the putter face. Didn't get that far enough out to the right. Nun gut, wir wollen uns nicht beschweren, sofern der fällt, ne? Also das ist jetzt wieder so eine Sache hier mit diesem Break. Okay, schon wieder ein bisschen gezittert hier. Oh. Oh, er schenkt uns nochmal 2 Birdies hier hinten raus. Aha, und kurz springen wir nach oben. Right back into contention for Sunday, Frank. Yeah, and there's a trend lately, Rich. We're seeing so many players, chasers, actually picking up PGA Tour trophies. And I guess just because there's more chasers, or players are actually getting far more aggressive when they're a few shots behind. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Ja, so long, aber noch nicht ganz. Wir werden noch ein kleines Resümee hier besprechen. Also, nachdem er uns hier gleich an der 1 mal wieder hier einen Bogey reingedrückt hat, kamen 3 Birdies vom Kollegen KI. Dann haben wir hier selber 3 Birdies gespielt und dann war er sehr großzügig zu uns und hat dann hier uns tatsächlich an der 15 und an der 18 nochmal die Birdies geschenkt. Und jetzt haben wir eine Runde mit -7 gespielt. Also, was war die erste Runde? Ich glaube -1, dann -2, jetzt -7. Also da können wir ja wirklich sehr zufrieden sein und wir waren noch mal kurzzeitig auf dem ersten oder geteilten ersten, aber wir wollen uns wirklich nicht beschweren, denn wenn wir gesehen haben, wo wir herkamen, dann muss man ganz klar sagen, also wir haben uns gut nach vorne gearbeitet und wir haben ein paar Birdies gespielt, in Summe weiß ich nicht, aber ich glaube in Summe haben wir mehr Birdies, also wirklich erspielt, als dass wir Bogies gespielt haben. Und den Rest hat nun mal der Computer entsprechend hier sich zusammengereimt. Was mich natürlich am meisten enttäuscht hat, war dieser Eagle-Putt. Also, dass der nicht rein ist. Mann, 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 Mann. Ich war mir so sicher, dass das klappt, wenn wir über die linke Seite gehen mit ein bisschen und dass der dann rüberbricht. Aber dann hat er dann überhaupt nicht das Break angenommen. Der ist echt über die Kante rüber. Oh, das ist hart. Ganz, ganz hart. Aber nun gut. Es können nicht immer Eagles fallen, ne? Ja, so, hier Mr. Eagle, ne? Hat jemand geschrieben in die Kommentare, weil ich ja hier bei der Canadian hier tatsächlich am letzten, dann auf der 18 noch hier einen Eagle gepitcht habe, ne? Also das war schon auch cool. Aber das sind eben die schönen Momente und manchmal kommen halt auch solche Momente, wo wir uns ein bisschen ärgern. Aber nichtsdestoweniger gilt es immer im Golf, Demut zu bewahren und die Freude am Spiel nicht zu verlieren. Das sind immer die ganz, ganz wichtigen Faktoren und dann wird uns dieses Spiel noch lange, lange, lange begleiten. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf jeden Fall in den 4. Spieltag beziehungsweise genau in den 4. Spieltag in Runde Nummer 4, den Final Day hier bei der Oregon Championship. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, aber wir gehen natürlich jetzt erstmal schauen, was wir uns wieder mal erspielt haben. An Punkten. So, da dürfte nichts Großes jetzt bei rumkommen. Wir brauchen noch viele, viele XPs, um auf Level 45 zu kommen. Und auch was die Tokens angeht. Und ich habe gesehen, dass hier das Ganze, der Pro Pass, nur noch 8 Tage läuft. Also, ich denke, das wird dann auch ein kleiner Countdown sein. Ihr seht es hier, Season Ends in 8 Days. Und das wird so ein kleiner Countdown sein, weil 8 Tage wäre dann der 26. Und lass mich nochmal reingucken, wann der Ryder Cup offiziell läuft.
vom 25. Wobei die Spieltage sind, ich glaube, der 29., 30., 1. Natürlich Freitag, Samstag, Sonntag. Aber es geht natürlich schon am 25. los mit Einspielrunden und Events und was weiß ich alles. Und deswegen vermute ich hier, wenn die Season ends in 8 Tagen, dann, Freunde, dann wird mit Sicherheit auch der Marco Simeone hier veröffentlicht in EA Sports PGA Tour. Und dann würde ich doch sagen, steht mit Sicherheit mal wieder ein Livestream an. Dann spielen wir den Platz in einem Livestream wieder. Und da schauen wir einfach mal, ob wir da wieder Matchplay spielen. Es würde sich ja fast anbieten, ob wir vielleicht eine interessante europäische-amerikanische Kombination hinkriegen. Hier im EA Sports PGA Tour ist ja auf jeden Fall mal Ian Poulter dabei und mit dem könnte ich natürlich dann Europa vertreten und dann schauen wir mal, gegen wen wir da spielen, in einem schönen Foursome oder Best Ball. Ich weiß es noch nicht, wäre auf jeden Fall eine Option. Nichtsdestoweniger, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Finalrunde spielen und sozusagen das letzte Turnier vor den Finals und dann schauen wir mal, in welche Ausgangsposition wir dann sind. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch wie immer ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal.